Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir einen neuen Mitspieler auf meinem Kanal. Er hat dieses Replay in der Facebook-Gruppe World of Tanks Germany gepostet. Da habe ich es mir dann stibitzen gesagt, ich mache ein Video und da freut er sich drauf. Ja, hier haben wir den Depp Dan aus der Klasse SSWQ mit dem 8er mittlerer Panzer, der Italiener, den B44 Pantera. 3-Schuss, Auto, also Revolver-Magazin, kennt er ja alle. Ja, hier auf Westfield im Süden gestartet. 10er, 9er, 8er Battle. Und wir haben hier 4 10er, 5 9er, 6 8er. Darunter 6 Heavys, 6 mittlere Panzer, 2 TDs, ein Light und keine Arti. Offene Karte und keine Arti, das ist doch herrlich, ne, für die Mitspieler. Ja, da drüben Grille 15. Er ist aufgegangen. Irgendwas sind. Ach! Der Garde hat ihn aufgemacht. Ja, Munitionsstand 34 mal AP dabei mit 240 Damage und 212 Durchschlag. 20 mal Prima Munition APCR dabei, 259 Durchschlag, 6 mal HE, 320 Damage, 45 Durchschlag. Kleines W-Kit, große Reparaturkiste und. Also Red Kit besser gesagt. Und. Automatische Feuerlöscher. Mission hat er auch am Start. Können wir gleich mal gucken, wie es losgeht. Mittlerer Panzer 11 Ramsey in Richtung T55A. Außerdem befindet sich hier im Zug mit einem Clan-Kameraden. Und zwar, das ist der Notalps YT. Ne? Wie das richtig ausgesprochen ist, weiß ich jetzt nicht. Der fährt den 8er mittleren Panzer der Russfraktion Premium-Panzer T54 Mod 1. Oder auch genannt. Prototyp, ne? So, ST1 aufgegangen, da drüben, wurde schon beschossen, Ude 16, auch schon eine, jawohl, kann er wunderbar penetrieren. Hier gibt es fleißig Aufklärungsschaden, 2517 und 253 Damage hat er bis jetzt. Ja. Die Reload-Zeiten kennt ihr bei diesem Revolver-Magazin, ne? Die verkürzt sich da, naja. Brauche ich nicht immer wieder erklären. Ne? Einiges habe ich auch schon zu dem Panzer gesagt. Hier die P44 Pantera. Ich muss mal so langsam anfangen, nicht jedes Mal die ganzen Panzer zu erklären, sondern nur einzelne Stats vielleicht. Natürlich habe ich das jetzt hier wieder unterschlagen. Oh, nicht mit das Maus. Oh, Gegner schon T54 Mod 1. Erster Schuss prallt ab. Zweiter Schuss penetriert. Und 108 oder 129 HP bleiben noch stehen, dem gegnerischen T54 Mod 1 oder Prototyp, je nachdem wie ihr es wollt. So, hier dreht man sich schon wieder um. Doch nicht. Ein bisschen unentschlossen scheint er zu sein, was er hier so anstellen soll. 4:3 steht es. Ja. LP Filler 32, 8er Light, Premium Light der russischen Fraktion. Oh, das war ein Blitzschuss. Und getroffen, erster Kill. So, ST1. Ah, da zeigt der Indikator rot. Jetzt grün, wieder wechselt immer. Verkneift er sich den Schuss. Nicht mit der Maus immer hin und her gehen. Das hatte ich eben schon im Replay so. Da wird man blind. So, der ST1 ist im Tal. Und duelliert sich da mit dem T54 Mod 1, mit dem Zugpartner und Clankameraden. Wurde dann aber von wen anders, glaube ich, rausgenommen. Ist auch egal, jedenfalls ist er raus. 6:5 steht es. So, Ude 16. Auch raus. Progetto 46. Das Pendant, sage ich mal, der Gegenseite. Ne? Premium-Panzer. Und zack, raus. Jawohl, da gibt es fleißig Aufklärungsunterstützungsschaden. 3599 bereits. Grille 15 wird jetzt bearbeitet. Der Gegenseite. Ist jetzt leider zugegangen.
Ja, vielleicht macht der Notalps auf. Da ist die Grille 15. Ah, nicht penetriert. Jetzt aber. Ah, Reload-Zeit, ne? Da fehlen die Granaten. Jawohl, Nummer 246 weg. Ach, Mist. Oh, und da geht's raus. Ja, hat sich erledigt für die Grille 15. 9 zu 6. Hier, irgendwas steht hier in der Nähe. Auch der, ach, hier ist er. T-54 Mod 1. Und der Notalps nimmt den gegnerischen T-54 Mod 1 raus. Zweiter Kill für ihn. So, was haben wir noch? Objekt 705A, E-75, T-95, IS-3, LOR 40 Tonnen. Das war sie mal. So, der TVP 5051 kümmert sich gerade hier um die Gegner. Hat er sein Magazin leer gepumpt. T95 noch 238 Hitpoints, wie ich es richtig sehe. Oder. Ach, da zeigt er rot an, der Indikator. Das wird nichts werden. Aber die Gegner haben auch nicht mehr viele Hitpoints. Immer rot. Kein Schussfeld. So, E75. Höchstens seitwärts. Oh, jetzt aufgegangen. Er muss auf. Jau. Der Schuss vom T95 ging im Boden. Jetzt der E75. Auch der schießt im Boden. T95 geht raus. 12 zu 9. Hälfte der Spieldistanz. So, Objekt 705 hat geschossen. So, C52 Liss ist im Cap. Und cappt hier, fängt an zu cappen. Auch interessant. Na gut, sicher, sicher, einer cappt schon mal. Das kann ja auch böse hier ausgehen mit den Heavys. Besonders hier der E75. Ah, der guckt. Oh, ja, da guckt der böse, schenkt 357 ein. Kann er eigentlich behalten. IS-3. Na. Ah, nee, nee, nee. Das wird nichts. Wieder zurück, zurück, zurück. Der E75 kommt. Boah, prallt ab. Am Turm. So. Und er kann den E75 rausnehmen. Und sein Zugpartner kümmert sich um die IS-3. Ah, er prallt ab erst. Und kann die IS-3 rausnehmen. Dritter Kill. Oh. Tja, Runde ist zu Ende. Ja, und wir sehen uns die Stats. Ja, wunderbar. So, dann kommen wir zu der Stats. Ja, Überschrift sagt es schon. Und da ist auch das Panzer-Arsenhammer Speer. Wirkungsfeuer 60.119 Credits. XP kommen wir später. Jemand Teamscore 2.343 Damage, 3 Kills, 1.268 Basis-XP. Und hier der Notalps, ja, YT. Ja, der hat 2.075 Damage, 2 Kills und 1.082 Basis-XP. Ja, und gehen wir in den Report rein. 15 Mal geschossen, 15 Mal getroffen, 10 Mal durchschlagen, 927 Damage über 300 Meter, 360 geblockt und dann haben wir 4067 Aufklärungsunterstützungsschaden. Ja, das macht einen kombinierten Schaden von 6410. Gefahren ist er 2,87 Kilometer, fast 2,9 Kilometer. Dafür gab es 36.436 Credits, abzüglich Repair, Munition. Bleiben 48.275 plus über. Das Ganze in 8 Minuten 27, dann war das Ding durch. Haben sie schön am Ende noch zusammengespielt, da die IS-3 fertig gemacht. Dann haben wir die Basis-XP mal 2 für den ersten Tagessieg, plus Missionsbonus 1500 XP und Platoon-Bonus 285 XP macht 5589 XP und 190 freier V. Ja, auch wieder eine schöne Runde. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch gefällt das Video und anderen auch. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.